Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Was haben wir denn heute hier auf dem Gabentisch? Ja, ein Bier, was wir noch nicht vorgestellt haben. Und zwar ein original Nürnberger Rotbier aus der Tucher Brauerei Nürnberg. 5,5% Umdrehungen haben wir da drin in diesem schicken Fläschchen. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe ist ein naturtrübes Rotbier. Hatten wir bisher auch noch nicht auf dem Kanal gehabt. Und da ich mir überlegt, so, ha, das in unserem Bierschwenker drin macht sich, glaube ich, nicht ganz so gut. Deswegen hier ganz klar für den Krug entschieden. Ja, durchaus ein bisschen dickwandiger, kann man machen. Ja, bin ich gespannt, was da auf uns zukommen wird. Vom Etikett her muss ich sagen, finde ich es cool. Bing bong. Und zwar, da steht der Brauer oben auf dem Fass und hält einen Krug Bier in der Hand. Mega sympathisch, Leute. Das ist schon wieder so, wo ich sage, wow, das ist geil. Also auch so vom gesamten Etikett her, ja, so ein bisschen altbacken ist schon richtig, so ein bisschen retrospektiv auch, aber finde ich gut, ich mag's. So, steht auch nochmal extra drauf hier vorne, ganz dick geschrieben, naturtrüb. Ja, mit Eichenholzfass gereiftem Rotbier veredelt. Mhm. Okay. Gut, dann lassen wir uns mal überraschen, was da auf uns zukommen mag. Ich bin gespannt. Was ist das hier? Okay, da war das Siegel. Das habe ich jetzt weggerissen. So, ich muss mal direkt mal. Ja, guck mal, wenn ich das abmache, ist sogar ein bisschen was noch auf der Kapsel drauf. Ein bisschen verblasst, aber okay. Kann man noch ein bisschen erkennen. So, ihr Lieben, dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn da? Gucke ich mal eben nach, einen kleinen Bogen machen. Ja, Entspannungsverdampfung, da sieht man es, da strömt es raus. Sieht sehr gut aus. Und würde ich sagen, lassen wir laufen. Haben wir schon wieder Bier durch. Beck. Und los geht's. So, Rotbier erwarte ich auch tatsächlich eine etwas rötlichere Färbung. Sieht schon mal so ganz gut aus, was da so ins Krüglein hineinläuft. Müssen wir mal gucken, ob wir da auch die Hefe noch erwischen. Soll ja naturtrüb sein, ne? Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir uns da noch mal den Rest da aus der Flasche rausholen. Ja, oh, Leute, das duftet aber auch schon wieder. So, mal gucken, dass wir den ganzen Spaß hier noch mal schön aufgießen. Oh ja, Freunde, das sieht dann aus wie gezeichnet. Zack, und drin ist es. Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, gar nichts Außergewöhnliches. Ich hätte jetzt gedacht, wäre noch mehr rot vom Ton her. Aber das ist schon okay. So, gucken wir mal nach hier. Blume, zwei Finger breit, fein bis mittelporig. Naja, ein paar Luftbläschen sind schon drauf. Die zerplatzen, die begrüßen einen, finde ich soweit ganz gut. Kraterbildung hält sich in Grenzen, so wie ich das da so sehe. Standard 90 Sekunden bleibt die Blume da im Krug stehen. Das finde ich schon recht gut. Von der Farbe übrigens her, ja, wen soll es wundern, eher cremeweiß, ne? So, gucken wir mal kurz. Ich schwenke mal das Glas ein bisschen. Ja, hier, man erkennt es ein bisschen. Sie bleibt doch an der Glaswand haften. So, ja, wunderbar. Gut, dass ich es da im Krug eingeschenkt habe. Also, das ist wirklich naturtrüb. So muss das sein. So liebe ich das, Leute. Das ist richtig toll. Ich kann nicht durchgucken. Das ist wunderbar. Und das ist richtig trüb. Das finde ich gut. So, und von der Farbe her muss ich sagen, naja, rot ist anders, ne? Haben wir schon mal ein Bier gehabt, was noch ein bisschen mehr rötlicher war. Und es war nicht eine Berliner Weiße mit Schuss, nee. Ich sag mal so, es geht so eher so in so ein dunkles Orange geht das rein. Ein cremiges, dunkles Orange, kleiner Gelbstich noch mit drin. Und die Hefe zieht sich auch schön runter bis zum Glasboden, da sieht man es. Und insgesamt sieht das natürlich richtig kraftvoll, gehaltvoll aus. Ja, das ist richtig deep, wenn man so will. Ja, richtig schön saftig, so wie man es sich vorstellt. Und bin ich sehr mit zufrieden. Also, was da so im Glas ist, die Blume, die hält auch noch. Das sieht wirklich geil aus. Bekomme ich richtig Appetit und es perlt auch ein bisschen durch die Karbonisierung. Wirkt dadurch ein bisschen spritzig. Ich gebe hier sogar eine Krone-Bewertung, Leute. 6 von 5/6 möglichen Punkten ist es mir wert, damit eine Krone-Bewertung für die Optik, für die Ästhetik. Sieht einfach aus wie gezeichnet. Ich lieb's jetzt schon. Finde ich gut. So, dann müssen wir mal riechen hier. Boah. Oh, und das, oh, Leute, was da in die Nasenflügel aufsteigt, das ist auch schon wieder sensationell. Ja, Hefe auf jeden Fall ganz deutlich wahrnehmbar.
Eine richtig schöne, frische Hefe, aber auch ein richtig starker, stabiler Malzkörper. Ja, ein bisschen getreidig, aber auch fruchtig so. Da sind ganz, ganz viele Aromen drin, die trotz der Blume aufsteigen. Ne? Die Blume ist ja da, dass die Aromen eigentlich im Glas drin bleiben sollen. Ne? Aber beim Riechen, ne, wird dann, da entfaltet sich das richtig kräftig. Ja? Wieder mal ein Vorteil von naturtrüben Bieren. So Leute, und mir läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen. Ich hab Bock drauf, ihr glaube ich auch. Und nun machen wir das, was wir am liebsten machen. Hm, genau, der Antrunk. So ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh. Oh. Ja, steht schon fest. Steht schon fest. Der Antrunk, Leute, das ist ja wieder ein Hochgenuss hier. Ja, das ist wirklich sau erfrischend in der Mundhöhle, wenn das Bier so reingleitet über die Lippen, auf die Zunge, setzt sich nieder. Das ist fantastisch, Leute. Ja, das ist wirklich ausgewogen, ausbalanciert, qualitativ hochwertig, kannst du wirklich schon gleich zu Beginn beim allerersten Schluck herausfinden. Einfach durch diese Eigenschaft, dass es wirklich so wie es aussieht, so wie es duftet, so präsentiert es sich auch beim Antrunk. Die Mundhöhle ist komplett ausgehöhlt, ja, also wunderbar ausgefüllt, es ist flächig, es ist voluminös, breitet sich aus, es ist durchaus samtig auf der Zunge, Backeninnenwände auch komplett benetzt, finde ich sehr, sehr schön. Da juckt nichts, da beißt nichts, da zwickt nichts oder so, ne, und da ist einfach so richtig weich. Hybrid, sowohl dynamisch durch die Spritzigkeit, kann man also recht gut durchziehen, wenn es gut gekühlt ist im Biergarten, ja. Trotzdem 5,5% Umdrehungen, kann es aber doch relativ schnell zack ansetzen, hat einen guten Zug drauf, ist gut süffig. Würde ich aber nicht empfehlen, deswegen spreche ich hier eher von einem Hybriden, weil das Ganze auch eher gemütlich ist. Je länger das im Mundraum bleibt, Leute, und sich die Aromen besser entfalten können dadurch, ne, zieht ja ein bisschen an Temperatur in der Mundhöhle, und dadurch entfalten sich nochmal die Aromen ein bisschen intensiver, sodass noch feinere Nuancen eine Chance haben, hier sich zu melden. Und die merkt man natürlich. Die kommen nämlich gleich nach dem Eintritt des Malzkörpers, der sich hier sehr in die Länge zieht. Und eigentlich ist damit schon alles gesagt, weil so wie es aussieht, so wie es riecht, so wie der Antrunk ist, so wird es jetzt im Charakter, im Körper dieses Bieres tatsächlich auch bleiben. Da weiß ich jetzt schon Bescheid. Aber da kommt noch was, was ich noch vielleicht zu bemängeln habe. Aber da kommen wir gleich zu. Jetzt erstmal auf ein neues, mal einen kleineren Schluck nehmen. Ganz klar, vorderer Zungenbereich, meldet sich sofort, Getreidekörper, wunderbar, also der Malz zieht sich schön lang nach hinten, bringt dieses Getreidige, dieses Florale ein bisschen mit, Nussigkeit, leichte Röstung, vielleicht noch sowas, was in die Richtung geht, Lieblichkeit, eher ein bisschen lieblich. Geht über in den Fruchtkörper. Und das Originelle daran finde ich, wenn man bei dem Fruchtkörper so angekommen ist, mich auch so ein bisschen an Weintraube erinnert, dann kommt noch sowas wie Honigaroma zum Vorschein. So ein schöner Tannenhonig wieder. Durchaus ein bisschen strenger, finde ich gut. Gibt dem Bier nochmal die nötige Würze, finde ich. Ja, dann wird es ein bisschen milder, wieder ein bisschen lieblicher, geht nach hinten und dann merkt man tatsächlich noch, trotz dieses sehr dominanten, sehr selbstbewussten Malzkörpers, noch ein bisschen Hopfenherbe. Saugeil. Mag ich. Schön im Abgang hinten auch, ne, beim Runterschlucken. Ja, das geht runter wie Öl. Mmh. Und das ist wunderbar cremig, Leute. Mmh. Ich mag's. So, und nun passen wir's zusammen. Nürnberger, original Nürnberger Rotbier, naturtrüb aus der Brauerei Tucher. Bayerisches Bier, bayerisches Rotbier. Schon das zweite, was ich so geil finde. Jetzt könnte man ja sagen, so wie ich hier schwärme, hätten wir wieder eine neue Krone-Bewertung, nicht wahr? Für die Optik, für die Ästhetik habe ich 6 Punkte rausgekloppt. Krone-Bewertung. Geschmack subjektiver. Objektiv kann ich sagen, qualitativ sehr hochwertig. Also da macht ihr nichts falsch.
Ich glaube, da ist Einigkeit, das ist richtig stabil da im Glas, auch im Geschmack. Das hält sich, das könnt ihr euren Gästen anbieten. Da macht ihr nichts falsch, Leute. Ja, durchaus probieren, dafür gibt es natürlich Höchstwertung. Da Qualität ist super. Jetzt kommt Geschmack, der ist natürlich subjektiv bei mir. Am liebsten würde ich eine Krone-Bewertung, also 6 Punkte, raushauen, mache ich aber nicht. Warum? Weil ich sage, das ist aber nur subjektiv jetzt, es ist mir nicht gewagt genug. Hätten es noch ein bisschen mehr fruchtiger, noch ein bisschen mehr diese Honignuance rausgekitzelt oder vielleicht noch irgendwie ein bisschen weniger Säure, weil ihr wisst ja, ich mag ja nicht so saure Biere, ne? So ein bisschen mehr Säure vielleicht rausgenommen, dann hätte es vielleicht was werden können. Ja, dann hätte ich gesagt so, ja doch komm, das machen wir. Also irgendeins aus diesen Aromen, aus diesen Nuancen, die drin sind, hätte ich gerne noch ein bisschen intensiver. Also gerne entweder ein bisschen mehr Hefe oder alternativ, bisschen mehr Honig da, so diese Nuance, ja, so eine Spitze. Genau, die Spitze, mir fehlt die Spitze da drin. Dieses, ja, das fehlt mir noch so ein bisschen. Ansonsten geniales Bier, ganz klar. Das ist ein geniales Bier, Leute, das möchte ich gerne öfter trinken. Boah, lecker. 5/5/6 möglichen Punkten, damit sehr gut. Ich gebe eine Empfehlung raus. Habt ihr gut gemacht an den Herrn Braumeister. Ja, das war's. Biersüffler ist draußen. Wir sehen uns nachher wieder. Nee, Quatsch, morgen sehen wir uns wieder mit einem neuen Biertest. Bis dann. Tschüssi. Euer Biersüffler.